Hier ist Dietmar Schönherr und Vivi Bach. Wie ihr da eben rauskamt mit dem Hund, ja. Das hat ausgesehen wie bei Wünsch dir was. Ist absichtlich. Ist aber nicht der gleiche Hund. Nein, das ist ein Nachfolger. Das ist der Nachfolger, ja. Wie heißt er? Er heißt Cayetano. Cayetano. Ja, aber wird Kai genannt. Kai. Ja. Wann habt ihr denn das letzte Mal, also die große Serie Wünsch dir was, wann ging denn die zu Ende? Also vor 14 Jahren. Vor 14 ja. Jahren. Sieht mal, wenn du das... Und ich kann da nur mit dem Herrn aus Bayerisch Gmein, mit dem Herrn Dorra sagen, wir haben eine wahnsinnige Karriere hinter uns. Darf ich euch bitten, darüber zu kommen? So. Also ich möchte zunächst einmal mich sozusagen, das ist mein Wasser, möchte mich zunächst einmal sozusagen geistig, aber auch gern körperlich verneigen vor der Tat von damals, denn wenn man sich vorstellt, vor 14 Jahren und wie progressiv das damals schon war, ich kann nicht leugnen, dass wir, die wir diese Sendung Mensch Meier machen, nicht ganz unbeeinflusst sind. Und ich gebe das auch sehr gerne zu. Es wird manchmal in Zeitungen geschrieben, ich habe es noch nie geleugnet, ihr seid sozusagen unsere geistigen Ahnen. Muss man aber allerdings dazu sagen, das Wünsch dir was Team, das waren ja nicht nur zwei, das waren viele Mitarbeiter, André Heller, das war der Peter Hayek, ja. Das war der... Ich verneige mich also vor dem ganzen Team, natürlich. Ja, wir haben ein paar Fragen, ich möchte mich ein bisschen mit euch unterhalten und gleichzeitig wollen wir ein Spiel machen, so quasi nebenbei. Ihr habt ja viele Spiele damals gemacht, deswegen seid ihr jetzt sozusagen der Mittelpunkt eines Spieles. Einige der Fragen, die ich an euch stelle, die dürft ihr nicht gleich beantworten, denn da müssen unsere Kandidaten mit Hilfe dieser Klappkarten sagen, wie wird die Frage von Vivi oder Dietmar beantwortet, ja oder nein. Es geht darum, wie lange seid ihr verheiratet? Zunächst mal. 20 Jahre. 20 Jahre. 20 Jahre. Aber wir kennen uns schon 22 Jahre. Und tatsächlich.